Ich heiße euch herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass ihr dabei seid. Heute geht es weiter mit dem nächsten Amazon-Video und zwar zeige ich euch in diesem Video, wie ihr euer Amazon-Konto rechtssicher machen könnt. Wenn ihr noch kein Amazon-Konto habt, dann könnt ihr euch das Video hier oben, was ich euch hier oben einblende, anschauen und hier erkläre ich, wie ihr Schritt für Schritt ein Amazon-Seller-Konto erstellt. Der nächste Schritt wäre dann in dem Fall, es rechtssicher zu machen. Das heißt, wir gucken uns an, wie wir Rechtstexte bei Amazon einstellen, um so vor Abmahnungen geschützt zu sein. Wenn du mehr von solchen Videos sehen möchtest und diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann tue das jetzt, drücke auf das Glockensymbol, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Lass uns keine Zeit verlieren und wir machen weiter an meinem Notebook. So, nun befinde ich mich hier in meinem Seller Central von Amazon. Es geht ja heute um die Rechtstexte. Wie fügen wir diese ein? Und zwar, um Rechtstexte bei Amazon einzupflegen, müsst ihr ganz einfach hier oben auf Einstellungen auf den Reiter einmal gehen und dann seht ihr hier Informationen und Richtlinien. Da drückt ihr dann drauf und gelangt hier auf diese Seite, wo ihr das Ganze dann hier einfach einstellen könnt. So, und zwar geht es hier um den Impressum und Info zum Verkäufer. Firmenlogo könnt ihr einfügen, das ist jetzt nicht relevant für die Rechtssicherheit, aber wäre wünschenswert, damit der Kunde direkt euer Logo sieht, wenn ihr denn ein Logo habt. Widerrufsrecht, sehr wichtig, da fließen die meisten Abmahnungen. Versandbedingungen bzw. Versandkosten gibt ihr hier auch an. Datenschutzrichtlinien, sowas wie Datenschutzerklärungen und so weiter, das gibt ihr hier ein. Und Geschenkservice-Informationen, häufig gestellte Fragen und benutzerdefinierte Hilfsseiten. Das ist optional, muss nicht sein, habe ich bei mir so gesagt noch nicht eingestellt. Aber wenn ihr das Ganze machen möchtet und das ausarbeiten möchtet, dann könnt ihr das Ganze natürlich hier eingeben. So, die erste Frage ist natürlich, wo bekomme ich jetzt meine Rechtstexte her? Da habe ich eine eindeutige Empfehlung und zwar ist das der Händlerbund. Da bin ich schon mehrere Jahre und bin da super zufrieden, denn Händlerbund ist wirklich ein Top-Portal, um wirklich Rechtstexte zu bekommen und diese immer wieder aktualisiert zu bekommen und da wirklich auf der sicheren Seite zu sein, um einen Abmahnschutz zu bekommen. Es gibt noch viele weitere Vorteile, die ihr beim Händlerbund bekommt. Das Ganze habe ich euch unten in der Beschreibung verlinkt. Wenn ihr auf den Link klickt, dann kommt ihr auf diese Seite weiter. So, nun befinden wir uns hier auf der Startseite vom Händlerbund und wie ihr sehen könnt, gibt es hier verschiedene Tarife, die Händlerbund anbietet und da müsst ihr euch natürlich entscheiden. Für jeden Anfänger würde ich natürlich den Basic-Tarif entscheiden, wenn man jetzt maximal 3 Internetpräsenzen hat, das heißt Amazon, eBay und vielleicht noch einen eigenen Online-Shop. Ja. Hat man natürlich ein paar mehr Internetpräsenzen, wo man seine Artikel listet, oder möchte natürlich besondere Leistungen von Händlerbund in Anspruch nehmen, dann würde ich schon auf Premium oder Unlimited verweisen. Ich selber nutze Unlimited, ich sage euch warum. Natürlich gibt es hier ganz viele andere Sachen. Wir klicken mal hier auf Jetzt informieren. Und dann wird hier eine Gegenüberstellung der ganzen Tarife einmal dargestellt. Also zuerst einmal habt ihr beim Basic- und Premium-Tarif einen Monat gratis. Das Ganze heißt, ihr könnt das einfach mal ausprobieren. Gefällt es euch nicht, kündigt rechtzeitig und dann sagt ihr, okay, ich will da nichts mit zu tun haben. Ab Unlimited bekommt ihr 2 Monate sogar gratis. Und da müsst ihr dann selber schauen, was ihr davon genau braucht und was nicht. Ich würde natürlich Basic-Tarif empfehlen, der wirklich anfängt. 8,90 € ist nicht die Welt pro Monat und da habt ihr definitiv schon mal alle sicheren Rechtstexte, die ihr hier braucht. Die werden immer regelmäßig abgedatet vom Händlerbund und darüber kriegt ihr eine Benachrichtigung, um diese zu aktualisieren. Die Erstellung der Rechtstexte ist sehr simpel. Ihr tragt einfach nur eure Daten ein und einfach das, was ihr tun möchtet in eurem Verkäuferkonto und dann wird euch der Rechtstext generiert und den fügt ihr dann bei Amazon ein. So, wenn ihr dann natürlich so ein bisschen euch weiter reinfuchst und sagt, ich möchte direkt durchstarten und das Ganze gut machen, dann würde ich euch, wie gesagt, Premium oder Unlimited empfehlen. Ihr seht hier selber, Unlimited ist der Bestseller von denen und zwar 50 € im Monat, aber das hat es wirklich in sich, denn ihr hier habt hier wirklich Dinge, gewisse Dinge unbegrenzt. Plus ihr habt auch unbegrenzte Beratung von einem
Anwalt. Das heißt, ihr könnt rechtliche Dinge telefonisch sowohl auch per E-Mail klären. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Rechtsfragen, ja, normalerweise berät euch ein Rechtsanwalt einmal am Telefon und sonst gar nicht. Bei diesem Tarif könnt ihr den Rechtsanwalt telefonisch jederzeit kontaktieren. Das heißt, von Montag bis Freitag könnt ihr dann Anrufe anfordern und dann werdet ihr zurückgerufen und alle rechtlichen Dinge könnt ihr besprechen. Das geht sowohl um Produkte, sowohl aber auch über B2B-Handel und. Also es sind verschiedene Rechtssachen, wo man zum Teil keine Ahnung hat. Und hier habt ihr dann einen richtigen Rechtsanwalt, beziehungsweise aus der jeweiligen Sparte bekommt ihr dann einen Rechtsanwalt, der euch alle Fragen klärt. Und ich muss sagen, ich habe da bis jetzt immer positive Erfahrungen gehabt. So kann ich das auch nur empfehlen. Wenn ihr euch dann für einen Tarif entschieden habt, dann drückt ihr auf Jetzt buchen. Dann gelangt ihr hier auf die Anmeldemaske und füllt die Maske aus. Bei der Rechtsform achtet darauf, dass ihr eure richtige Rechtsform wählt. Habt ihr einen Gewerbeschein beantragt, dann seid ihr in der Regel Einzelunternehmer. Sonst wählt ihr hier die entsprechende Rechtsform aus und füllt das Ganze soweit aus. Hier müsst ihr beim Rabattcode darauf achten, dass das hier steht, sonst bekommt ihr den Monat nicht gratis. Gebt sonst ein HB_bei Basic, gebt ihr Basic ein, Hashtag 2020 und dann könnt ihr das Ganze hier, die Mitgliedschaft buchen. Das heißt, Rechtstexte bekommt ihr beim Händlerbund, die einfach 1A sind. Wie füge ich die jetzt ein? Ich gehe mal zurück auf die Seite, wo wir unsere Rechtstexte einfügen können. Und wenn ihr dann zum Beispiel euer Impressum generiert habt, dann drückt ihr hier einmal aufs Impressum. So, dann gelangt ihr hier auf diese Seite und ihr seht, hier in diesem Feld könnt ihr das Impressum reinkopieren. Das Ganze funktioniert ganz einfach per Copy and Paste. Ihr kopiert das auf der anderen Seite und fügt das hier hinein. Ich habe jetzt hier mal so einen Mustertext und zwar Impressum. Zack. Ja, mit ein paar Standardangaben. So, und dann klickt ihr einfach auf Speichern und habt das Ganze schon mal abgeschlossen. Genauso macht ihr das mit den folgenden Sachen wie Widerrufsrecht, Datenschutzrichtlinien und so weiter. So, wie gesagt, ganz einfach, simpel, Händlerbund empfehle ich dazu. Wenn ihr dazu Fragen habt, gerne unten in die Kommentare schreiben, ich helfe da gerne weiter. Auch wenn ihr vielleicht irgendwelche Probleme habt beim Generieren der Rechtstexte, ich helfe da gerne weiter. Eigentlich ist das sehr simpel und das Ganze klären wir natürlich. Wenn du weitere solche Videos sehen möchtest, wo dir Schritt für Schritt das Ganze gezeigt wird, und zwar werde ich auch Schritt für Schritt weiterhin Amazon zeigen, wie ihr euch hier ein Verkäuferkonto aufbaut bzw. eure ersten Artikel online stellt und diese erfolgreich verkaufen könnt, dann abonniere diesen Kanal, drücke auf die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen und dann baust du dir hier nach und nach dein eigenes Online-Business auf. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Bis dahin wünsche ich viel Erfolg beim Verkaufen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.